Ey, ich hab die Lösung. Sie wird für den Rest ihres armseligen Lebens bei uns bleiben. Oder nach beim nächsten Mal ist der Zauber. Wie wär's, wenn wir die Schweinebande für Sie ausfindig machen? Und versucht über die Wissenschaftler ein Mittel zu finden, das Splinter wieder normal macht. Aber zuerst besorgt ihr mir meine Story. Wir werden Ihnen Ihre Story besorgen. Sorgt Sie nur dafür, dass wir da rausgehalten werden. Ich muss was an den Lauschern haben. Ihr wollt, dass sie uns hilft? Ja, und? Wieso denn nicht? Nun, nicht so ungut, kleine Maus, aber du bist sowas wie ein Menschenkind. So ist es. Und wir haben Zugriff zum Material, das wir nicht haben. Na schön, alles ist ein Versuch wert. Wenn er noch so irre ist. Könnten wir machen, diese verrückten Typen haben uns flachgelegt. Das weiß ich, ihr Produkte eines Aufgeschlafens. Habt ihr sie wenigstens deutlich sehen können? Waren es Reptilien? Naja, es war sehr dunkel und sie waren dunkel. Ach, dass ihr rauskommt, ihr Kretas! Ich muss unbedingt wissen, ob es Turtles gewesen sind. Also, wir werden jetzt erstmal die Stelle untersuchen, wo wir mit den Ganoven gekämpft haben. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Hast du was an der Waffel, Donatello? Glaubst du, die Ganoven lassen irgendwas liegen, das wie ein Hinweis aussieht? Ich kann nicht verstehen, dass ihr euch in diesem Gestank wohlfühlt. Ich auch nicht. Hey, Freunde, so wie ich das sehe, werden wir hier nichts finden. Also, wenn, Pizza! Was sagt man dazu? Das ist doch absolut cool, Jungs. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Das ist das Beweisstück, nach dem wir gesucht haben. Genau das ist der Hinweis, der uns in das Reich des Bösen führt. Viel besser, Raphael. Wir werden durch diesen Hinweis in einen Pizzaladen kommen. Wahnsinn. Na gut, ich werde mir den Laden mal ansehen. Halt, warten Sie eben. Das ist zu gefährlich für Sie. Also Sie würden keine 5 Minuten in der Pizzeria überstehen. Also sowas Wirkliches sag ich zu gern. Wir werden Sie begleiten, April. Natürlich werden wir das. Und außerdem wollen wir was essen. Ich hoffe nur, wir werden durch euch keine Schwierigkeiten kriegen. Keine Angst, April. Wir müssen alles über Menschen wissen. Hä? Woher? Naja, wir sehen wahnsinnig viel fern. Dann werden wir erst recht Schwierigkeiten bekommen. Monster! Keine Angst, Lady. Wir werden Ihnen nichts tun. Keine Bewegung oder ihr gehört der Vergangenheit an. Ihr werdet jetzt zurückgehen. Zwar schön langsam. Hör zu, wir werden so gut wie gar nichts erreichen, wenn wir nicht etwas an eurem Aussehen ändern. Das ist es. Was ist was? Ihr wartet hier. Ja. Hier. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Eine kleine Verbesserung. Also behaltet euch ruhig und zieht keine Aufmerksamkeit auf euch. Hm? Was war die? Eine Karte. Das war sehr gut, Raphael. Das Kunststück haben jetzt einen Haufen Leute gesehen. Ich bin Leonardo. Oh, entschuldige. Falsche Zähne, Gumminasen, alles können Sie bei mir kaufen. Sagen Sie mal, April, wie sollen Menschen noch dümmer aussehen, als Sie es bereits tun? Das weiß ich wirklich nicht, Michelangelo. Ich bin Raphael. Oh, Verzeihung. Also wenn, April? Ja? Wieso wollen die Menschen unbedingt taub werden? Mir leid, das kann ich dir auch nicht sagen, Leonardo. Ich bin Donatello. April. Was? Ich glaube, wir sind da. Oh. Und ich finde, wir sollten uns endlich duzen. Gut, ich bin April. Donatello. Michelangelo. Leonardo. Setzen wir uns da drüben hin, ich habe einen tierischen Hunger. Ja. Und ich gebe dir Pizza mit Schokoladensplitter. Denkt ihr auch mal an was anderes als an Pizza? Nicht, wenn wir es nicht müssen. Hey, findet ihr nicht auch, dass dieser Laden ein bisschen merkwürdig ist? Da hast du recht, hier gibt es keine Pepperoni. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, diese Massen sind bloß ein Gag, April. Und sprechende Schildkröten, ist das auch nur ein Gag? Liebe April O'Neill kommt meine Operation langsam in die Quere. Aber es ist ja mein Schuld. Ich hätte eben keine Ganoven losschicken sollen. Scheiße, Banane, Pizza und Seife, Schokoladensplittel und Silikon. Ich will zu gut in euch. Also wenn wir, was ist mit April passiert? Ja, ich glaube nicht auf die Diät. Wir hätten Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst. Aber natürlich können wir Ihnen helfen, Gnädigste. Wir stellen vielen Forschungsinstituten in der Stadt unseren Wachdienst zur Verfügung. Sicherheitsteam C, bitte am Empfang.